Person, der Kollege Albert Rüth. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja Einzelkämpfer im Petitionsausschuss und ich hatte in der Vergangenheit immer das Gefühl, willkommen zu sein, sowohl bei den Oppositionsparteien wie auch bei den Regierungsparteien. Mir ist noch nie ein Ortstermin abgesagt worden. Immer wenn ich einen beantragt habe, habe ich ihn bekommen. Vielleicht habe ich nicht drauf geachtet. Ja, kann sein, das ist richtig. Seit 40 Sitzungen vertrete ich jetzt die FDP-Fraktion im Ausschuss. 40 Sitzungen, ich habe mal nachgezählt, 116 als Berichterstatter und 165 als Mitberichterstatter. Viele sind unbefriedigend, aber einige sind auch sehr befriedigend. Ich habe ein paar 80-3er durchbekommen und auch dafür gesorgt, dass sie durchgezogen worden sind. Ich sage nur Hackschnitzelheizung in Niederbayern. Das war eine großartige Sache. Jetzt haben wir hier im Ausschuss etwas ganz Besonderes. Wir tagen nämlich öffentlich, ja, und zwar jedes Mal zum großen Teil. Das haben nicht mal die Berliner. Die Berliner viermal im Jahr. Also darauf sollten wir schon stolz sein, dass wir hier die direkte Demokratie leben. Manchmal in diesem Ausschuss geht es ja um Jahrzehnte schwelende Nachbarschaftsstreitigkeiten oder mit kommunalen Entscheidungen, die Jahrzehnte zurückliegen, auf die heute sich Leute berufen, weil auch die Papiere verloren gegangen sind. Da müssen wir vor Ort sein und versuchen, es zu klären. Ein Thema, das ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, aber das mich total wütend macht. Man weiß, dass ich auch immer sehr stark für Asylbewerber kämpfe. Mal mehr positiv, mal ein bisschen dagegen. Aber dass Uli Henkel, der meistens während der Zeit gar nicht da ist, weil er im Ältestenrat ist, sich darüber mokiert, das finde ich ja einen echten Witz. Es geht nämlich nicht alleine bei uns im Petitionsausschuss um Asylfragen, sondern es geht um Humanität. Und Humanität ist wieder ganz was anderes, geht über Asyl hinaus. Wir können nicht einfach nur 0815 entscheiden. Der Kollege Rüth schaut mich an. Ich arbeite gerne mit dir zusammen, weil es wirklich gut läuft mit allen den Kollegen. Verstehe mich hervorragend mit allen. Das Verrückte ist ja, dass ich immer so viel aus dem Bauch heraus entscheide. An dieser Stelle besonderen Dank an die Frau Hirsemann, die also immer eine fachliche Expertise dazu bringt. Aber oft kommen wir doch zum selben Schluss. Das finde ich doch schon mal angenehm. Ja? Also viel Bauch macht auch manchmal was her. Ja, dann zu den Vorortsterminen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Also eins ist klar. Vorortstermine, ich will gar keine Medienvertreter dabei haben, weil wir manchmal mit den Petenten und den Kommunen Dinge ausschachern, die dürfte gar keiner hören, weil daraus entsteht nämlich etwas wieder Zusammenarbeit. Ja, also diese Showveranstaltung von Anne Frank mit der Eselsfarm, das war also nicht okay meiner Meinung nach. Wir haben eine Statistik, ich habe das gerade von den Justizvollzugsanstalten gehört. Ich habe mir mal eine geheime Statistik geführt, wie oft wir Beschwerden oder Petitionen haben von den verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Dann habe ich genommen, wie groß sie sind und dann habe ich mal einfach Strichlisten gemacht. Es gibt im Moment für mich keine Auffälligkeiten. Also wenn jetzt einer sagen würde, es ist immer diese Justizvollzugsanstalt, dann würde ich sagen, wir gehen mal hin, weil das wäre wichtig. Aber ich habe eben festgestellt, es verteilt sich auf alle gleichmäßig und zwar entsprechend der richtigen Größe. Ich arbeite unglaublich gerne im Petitionsausschuss. Ich liebe es, mich mit den Dingen zu befassen. Manchmal habe ich Angst, wenn ich Berichterstatter bin, dann denke ich mir, wie kriegst du das durch? Wie kriegst du das in verständliche Form hinüber zu deinem Mitberichterstatter? Aber wirklich, ehrlich, ich habe ja nun immer mit den Regierungsparteien zu tun. Entweder ich bin so einfach gestrickt oder ihr seid so leicht zu überzeugen, wenn man es richtig macht. Also ich danke auf alle Fälle allen für die gute Zusammenarbeit. Die Vorsitzende, den Co-Vorsitzenden, auch allen Leuten, die
auch allen Damen, mit denen ich schon viel unterwegs war und alle Ortstermine gemacht habe. Habe ich eigentlich die meisten gemacht, weil ich bin laufend unterwegs. Die Kollegin Leubel schaut schon wieder. Letzte Woche haben wir gleich zwei gemacht. Also wir sind laufend unterwegs und versuchen wirklich alles zu tun. Und wenn wir da die Presse dabei gehabt hätten, das wäre schiefgegangen, aber mit hundertprozentiger Sicherheit. Also insofern kann ich diesen Vorwurf nicht verstehen oder ich kann auch nicht verstehen, dass man unbedingt die Presse dabei haben will. Ich möchte es weiter so betreiben wie hier. Ich danke auf alle Fälle allen für die gute Zusammenarbeit und Frau Hirsemann, verbessern Sie mich immer weiterhin. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Stefanie Schuhknecht. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen, auf ein paar Sachen zu reagieren.